Kramchef ist ein Pokémon mit den Typen Unlicht und Flug, existiert seit der vierten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Kramorx. Kramchef, das Rad-Pokémon, verfügt über einen kräftigen Körper, welcher durch ein dichtes weißes Fell verziert wird. Dieses erstreckt sich über seine Brust und schlingt sich zusätzlich um seinen gesamten Hals. Ein Teil der Innenseite seiner starken breiten Flügel wird von roten Federn geschmückt. Ebenfalls auffallend ist seine ansehnliche Kopfbedeckung, die wie bei seiner Vorentwicklung Kramorx einem Hut nachempfunden zu sein scheint. Zwischen dieser Kopfbedeckung und seinem Brustgefieder ist ein spitzer, leicht gebogener gelber Schnabel zu erkennen. Der Schaf ist weiß gefärbt, wird allerdings an der Spitze von roten Federn dicht bedeckt. Diese erzeugen so einen echten, recht buschigen Eindruck. Die schwarzen Beine des Pokémon laufen in kräftigen Krallen aus und das Federkleid ist in erscheinende Exemplar pink gefärbt. Es benutzt sehr starke Attacken wie Schmarotzer, Finsteraura oder Vendetta und damit hauptsächlich vom Typ Unlicht. Zudem hat es die Fähigkeit oder kann es die Fähigkeit Insomnia haben, wodurch das Einschlafen verhindert wird. Eine andere Fähigkeit, die es haben kann, ist der Glückspilz und erhöht die Chance auf einen Volltreffer. Und die versteckte Fähigkeit ist der Hochmut und sorgt dafür, dass wenn ein Pokémon besiegt wird, der Angriffswert gesteigert wird. Kramchef ist meistens als Anführer großer Gruppen von Kramorx anzutreffen. Auch wenn dieses Pokémon nachtaktiv ist, so bemüht es sich dennoch kaum aus seinem Nest. Das Pokémon ruft mit lautem, tiefgrollendem Schrei über 100 Kramorx herbei und lässt stets sein Gefolge Nahrung suchen, während es den ganzen Tag dazu nutzt, um sich auszuruhen und Kräfte zu sammeln. Kramchef, welches äußerst eitel und grausam ist, greift unter gewissen Umständen auch seine eigenen Untergebenen an, falls diese einen Fehler machen. Dies tut es, um die Disziplin seiner Mannschaft aufrechtzuerhalten. Durch seine mächtigen Klauen kann sich das Pokémon perfekt an Ästen oder ähnlichem festkrallen und somit zum Beispiel auch bei seinem starken Sturm einen meisterhaften Halt zu ermöglichen. Und das Pokémon, welches den Anschein erweckt, als würde es sich auf keinen Kampf einlassen, agiert lediglich so, um seine Position in der Gruppe zu verdeutlichen. Dieses Verhalten rührt daher, dass Kramchef aufgrund seiner hohen Stellung keine Kämpfe selbst austrägt. Das Pokémon ruft die ihm untergestellten Gruppenmitglieder, um seine Feinde in die Flucht zu schlagen. Es greift nur dann an, um den finalen Schlag zu vollziehen. Somit wird sein Gegner kurz bevor er besiegt wird von Kramchefs starken Unlicht- sowie Flugattacken erledigt. Dabei ist Kramchef der zweite Teil der Entwicklungsreihe und entwickelt sich durch einen Finsterstein aus Kramorx. Hierbei wird lediglich auch dieses Item benutzt oder benötigt, sonst nichts. Im Vergleich zu seiner Vorstufe verfügt das Pokémon nun über einen üppigeren Körper, der durch ein weißes Brustfell geschmückt wird. Sein Kopf, welcher mittlerweile wesentlich spitzer wirkt, wird von einer Kopfbedeckung begleitet, die vermutlich auf eine Form zurückzuführen ist, die im späten 19. Jahrhundert verbreitet war. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Boden- und Psychoattacken, nimmt halben Schaden gegen Geist-, Pflanzen- und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Gestein-, Elektro-, Eis- und Feeattacken und der Rest macht normalen Schaden.